Robert, wir müssen noch mal miteinander sprechen. Zum Glück habe ich Ersatz für diesen Wein gefunden. Allerdings zu einem unverschämten Preis. Lena hat mir gesagt, wie viel diese 6 Flaschen gekostet haben. Ja. Künstlerpech. Ich komme natürlich trotzdem für den Schaden auf. Ach. Schon verrückt, dass so ein kleiner Esel eine erwachsene Frau so erschrecken kann. Ja, aber trotzdem war es meine Schuld. Es kommt vor. Die Gäste werden vom neuen Wein hoffentlich begeistert sein. Und wenn du mich jetzt kochen lässt, möglicherweise auch vom Menü. Robert, meine Haftpflichtversicherung zahlt den Schaden nicht. Mach dir keinen Kopf. Das heißt, dass ich etwas länger brauchen würde, um für das gesamte Geld aufzukommen. Glaubst du allen Ernstes, dass ich dich 3000 Euro zahlen lasse? Ja, natürlich zahle ich den Schaden selbst. Bitte dich, Eva. Wie willst du das anstellen? Willst du dein Kindermädchengehalt verpfänden? Das verbuche ich unter Geschäftsrisiko. Wenn du mich jetzt mein Essen zubereiten lässt, das Thema Wein ist durch. So ein strahlend junger Mann. Könnte es sein, dass eine gewisse junge Dame schuld daran ist? Wenn man sie so sieht, dann würde man nicht denken, dass sie so durchtrieben sind. So ein böses Wort für einen Postillon d'Amour. Also, meine Handschrift zu fälschen und Rosalie in meinem Namen ein paar Zeilen zu überbringen, das ist schon fast kriminell. Ach, das ist eine alte Tradition. Es hat mich viel Mühe gekostet, es echt aussehen zu lassen. So was machen Sie aber bitte nicht nochmal. Ich schwöre, erzählen Sie. Ich habe eine Verabredung mit Rosalie. Wir wollen uns aussprechen. Ja, das ist die Chance, sie wieder zurückzugewinnen. Aber es bedarf einer Strategie. Ich bin ihr verfallen. Sie sind zunächst nur ein Kavalier, ein Mann von edlem Wesen. Das bin ich sowieso. Ja, ich weiß das. Aber bei der jungen Dame scheint es noch nicht durchgedrungen zu sein. Sonst wärt ihr längst ein Paar. Sie machen jetzt einen Schritt nach dem anderen. Nähern sich ihrem Ziel mit Sinn und Verstand. Hört sich gut an. Beeindrucken Sie Rosalie mit Stil und Großzügigkeit. Das sind die Schlüssel zum Herzen einer Frau. Kein Problem. Mein verstorbener Gatte beherrschte das perfekt. Und wie ich Sie kenne, haben Sie auch einen konkreten Tipp. Ach, da schau her. Schönen Tag, die Herrschaften. Schönen Arbeitstag. Übrigens, im Bad war es eiskalt. Du hast das Fenster offen gelassen, Käthe. Das war ich. Eiskalt war es trotzdem. Du lässt dich von einem kleinen Esel aus dem Gleichgewicht bringen? Das ist nicht witzig, Markus. Doch. Eva muss für den Schaden aufkommen. Und nur weil du Angst vor Emil hast und eine Kiste Spitzenwein fallen lässt, muss Eva jetzt zahlen? Jetzt fängst du auch noch mit der Geschichte an. Ich meine, warum kann Eva denn nicht auf ihren blöden Esel aufpassen, der obendrein noch nicht mal versichert ist? Jetzt mal ernsthaft, Eva kann nicht so mir nichts, sie nicht 3000 Euro aufbringen. Ja, du, das ist nicht mein Problem. Ach ja, und was ist dein Problem? Robert hat mir die Geschichte nicht geglaubt. Robert? Die ersten Probleme im Bistro und schon geraten wir aneinander. Das hört sich nicht nach einer professionellen Ebene an, Lena. Was willst du denn damit sagen? Dass du deine Gefühle für deinen Koch nicht im Griff hast. Jetzt? Ich brauche keinen Lover und keine Beziehung. Hast du das nicht letztens gesagt? Du bist jetzt Geschäftsfrau? Alina, wenn du Privates und Geschäftliches nicht trennen kannst, dann sehe ich Schwarzfeuerbistro. Robert hat mich überhaupt nicht ernst genommen. Er tat gerade so, als wäre ich bedürftig. Ich brauche doch keine Almosen von ihm. Nein, ich will den Schaden selber zahlen. Und das werde ich auch.
Hey, Eva. Hey. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich brauche dringend 400 Euro. Da fragst du die Falsche. Ich habe selber Schulden und weiß nicht, wo ich das Geld hernehmen soll. Ist was passiert? Hey, Eva. Was ist denn los? Komm, erzähl mir. Okay, den kann ich jetzt brauchen. Hast du jetzt eigentlich mit der Käthe schon einmal gesprochen? Ich meine, dass es besser wäre, ihr Haus in Lübeck zu verkaufen. Ja, ich will dieses heikle Thema jetzt möglichst bald angehen. Und ich habe gedacht, heute Abend wäre vielleicht eine günstige Gelegenheit. Du kannst ja so lange ein Bier trinken gehen. Und dann rede ich schon mal mit ihr und kann so ein bisschen vorfühlen. Hm? Eine sehr gute Idee, Hildegard. Die hätte von mir sein können. Na, das klappt ja schon ganz gut. Wo wird denn eigentlich zurzeit die Post von Frau von Heidenberg hingeschickt? Ist Ihre Frau denn ausgezogen? Sie wohnt jedenfalls zurzeit nicht am Fürstenhof. Wollen Sie noch mehr wissen? Nein, natürlich nicht. Entschuldigung, ich wollte nicht indiskret sein. Also, ich weiß nichts, aber vielleicht hat ja der Max irgendwo eine Notiz gemacht. Schauen wir mal bei die Nachsendeanträge. Nein, tut mir leid. Nix. Schon gut. Herr Trostow, ich bin auf 180. Seit Jahren ist ein alter Geschäftsfreund von Werner Stammgast im Restaurant. Also bei mir. Ja, und? Und jetzt erfahre ich so ganz nebenbei, dass Werner kurzfristig, ohne sich mit mir abzusprechen, umdisponiert hat und Adelshausner seinen Hochzeitstag im Bistro feiert. Ja, und was habe ich damit zu tun? Ja, aber sowas kann man doch nicht durchgehen lassen. Wissen Sie, was das bedeutet, ein Menü für diese verwöhnte Gesellschaft zu planen? Seit Tagen mache ich nichts anderes. Ja, soll ich jetzt die Freunde Ihres Bruders mit Waffengewalt dazu zwingen, im Restaurant zu essen? Sie wollten mich unterstützen von Anfang an, habe ich gesagt. Zwei Lokale im Hotel. Das gibt nur Ärger. Ein für alle Mal lassen Sie mich mit Ihren Lappalien in Ruhe. Ihre Familienangelegenheiten interessieren mich nicht. Tür zu! Tür zu! Wozu brauchst du eigentlich die 400 Euro? Zwei Opernkarten, Eva. Morgen ist Premiere in München. In der Pause zwei Gläschen Champagner, na ja, was halt so dazugehört zu einem Rosalie Perfekten. Engel, ja? Vielleicht geht ja doch noch was. Ach, Jakob, du bist ja ein hoffnungsloser Romantiker. Ja, aber mit neuer Strategie. Ach, teure Geschenke? Ja, manche Frauen brauchen sowas. Also ich würde einen Kinobesuch vorschlagen und das Ganze bei Bedarf steigern. Kino kann jeder. Aber das Spannendste ist doch die Begleitung. Wenn es für Rosalie Engel nicht aufregend ist, dass du sie mit Popcorn fütterst, dann hat das Ganze eh keinen Sinn. Entschuldige, das entspricht nicht der von meinem Coach empfohlenen Gangart. Coach? Ja, Coach. Armer Jakob. Ich hätte da eine weitaus günstigere Idee. Ja? Wenn du ihr was Kultiviertes mit Erlebnischarakter bieten willst, dann nimm sie doch mit zur... Wie
Wir müssen noch die Details für die Menüfolge besprechen. Hör mal, ich glaube, wir müssen erstmal über gestern reden. Ist nicht nötig, wirklich nicht. Es tut mir leid, dass ich dir nicht sofort diese Eselsgeschichte geglaubt habe. Es ist alles wieder gut. Wirklich. Wie hast du dich eigentlich mit Eva wegen des Weins geeinigt? Ja, das übernehme ich. Was? Mir machst du Vorwürfe, weil der Wein kaputt gegangen ist und für Eva zahlst du eben einfach mal so 3000 Euro. Was ich mit Eva verhandle, ist meine Sache. Und was ich mit meinem Geld mache, auch. Und jetzt lass uns über das Menü reden. Lena hatte recht. Meine Versicherung übernimmt den Schaden nicht. Ach, Versicherungen zahlen grundsätzlich erstmal nicht. Die müssen ewig lange prüfen. Leider kenne ich mich in dieser Materie nicht gut genug aus. Obwohl du Jura studiert hast? Ja, aber nicht lang genug. Juristen wissen auch nicht alles. Die wissen nur, wo was steht. Aber ich weiß, wen man fragen muss. Deinen Vater? Nein, lieber nicht, nein. Ich finde es auch unmöglich, dass Lena und Robert dich wegen des Geldes so unter Druck setzen. Das tun sie nicht. Aber es ist mein Esel und ich muss für den Schaden aufkommen. Was sagt denn Robert überhaupt dazu, zu der ganzen Sache? Lass uns nicht weiter über Geld reden, ja? Du hast recht. Hauptsache, Emil geht es gut. Ja, sieh mal einer an. Es war mir doch klar, dass du den Fürsten um mich verlassen hast. Von wegen Trennung. Was redest du denn da? Ach, ist doch zu. Du hast den Fürstenhof doch nur aus taktischen Gründen verlassen, um deinen Göttergarten weich zu kochen. Götz hat mich geheiratet. Wie viel weicher kann man einen Mann noch kochen, was meinst du? Es wäre mir übrigens sehr recht, wenn du Götz nicht sagst, dass ich hier im Dorf bin. Ich habe ihn endgültig verlassen. Wenn du es ernst meinen würdest, wärst du doch längst über alle Berge. Wo soll ich denn hin mit meinem Kind? Oh, du spielst doch noch die bedauernswerte Alleinerziehende. Vielleicht sollte ich Götz warnen, dass du hier bist. Mach doch, was du willst, Werner. Du überschätzt dich wie immer maßlos, mein Lieber.